Herzlich willkommen im Klinikum der Zukunft. Ich freue mich sehr, Sie heute hier im UKSH begrüßen zu dürfen. Die GDF gibt es, weil die Leute, nachdem die Verdi die IG Bau rausgeschmissen hatte aus den Servicegesellschaften, nicht in die Verdi eintreten wollten, weil die genau den Zustand nicht wieder haben wollten wie vorher, dass die Verdi nämlich nichts macht. Das ist der Punkt. Als wir gegründet wurden, hat die Verdi vor der Tür gesessen und hat gesagt, alle, jeder, der hier reingeht zu denen, der muss mit, beim Arbeitgeber mit einer Abmahnung rechnen. Das haben die den Leuten erzählt. Wir sind basisdemokratisch entstanden. Basisdemokratisch. Die Leute haben sich zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen. Ich weiß auch noch, wie heute der Betriebsratsvorsitzende war bei mir und sagte, Mensch, die Verdi hat die IG Bau rausgeschmissen, was sollen wir tun? Ich sage, ich gründe dir selber eine Gewerkschaft. Kann man das? Ich sage, ja, ich schreibe euch die Satzung fertig. So, und dann ist das entstanden und das ist ein super, super Laden geworden und das ist alles demokratisch, alles wunderbar, wie sich das gehört. Wir haben die Grundsätze, wie man sie haben muss. Wir haben alles an Kulturen bei uns, wir haben alles an verschiedenen Nationalitäten, Auffassungen und so weiter und so fort bei uns. Wir sind für alle da, wir lassen keinen hängen und das ist genau das, was wir Gewerkschaft verstehen. Man kann Konkurrent sein, aber bitteschön, wir sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da. Und das ist unsere Klientel. Und deren Arbeitsbedingungen ist unsere Klientel. Von der Streiterei ist doch nur einer glücklich, das ist der Arbeitgeber. Und das muss die Verdi auch mal begreifen. Also, wir sind ja seit einigen Monaten in den Tarifverhandlungen mit der Servicestern Nord. Und wir haben das Ziel gehabt, dass, was die Vergütung angeht, eine Gleichstellung zu den Kolleginnen und Kollegen, die dort als Gestellte tätig sind, im UKSH erfolgt. Wir haben bereits in der Vergangenheit ja schon Tarifverträge geschlossen, wobei wir schon vernünftige Ergebnisse erzielt haben, gleichwohl aber die Lebenshaltungssteigerung, insbesondere Mieten und Ähnliches, dazu geführt haben, dass viele Kolleginnen und Kollegen gerade in den unteren Einkommensgruppen doch auf zwei Jobs angewiesen sind. Und diesen Zustand wollten wir beenden. Und in den Verhandlungen haben wir zwar arbeitgeberseitig das Bekenntnis gehört, man wolle das. Ja, wir wollen diese Ungleichbehandlung abbauen. Nur leider erweist es sich in den Tarifverhandlungen selbst als sehr zäh, weil man eben sagt, dass die finanzielle Situation das nicht hergeben würde und man müsse, wenn die Forderungen erfüllt würden, müsse man über eine Ausgliederung und ähnliche Dinge nachdenken. Aber wir sagen, es reicht einfach noch nicht. Und die Kolleginnen und Kollegen haben das auch ausdrucksvoll durch die Streiks, die wir jetzt schon mehrfach gemacht haben, bewiesen, dass sie hinter unserer Haltung gemeinschaftlich stehen. Also wir haben an beiden Kampen, die haben wir jeweils jetzt zwei Streikaktionen gemacht. Die erste Streikaktion ging über eine ganze Woche, wo also am Montag beide Kampi Vollstreik gemacht haben für einen bestimmten Zeitraum, wo wir eine Beteiligung hatten an beiden Kampi von etwa 300 Kolleginnen und Kollegen, jeweils 300 Kolleginnen und Kollegen. Jetzt, gestern haben wir einen Vollstreik ebenfalls gemacht, von 6 Uhr morgens bis heute Morgen um 6 Uhr. Und nach dem, was ich an Informationen bekommen habe, waren an beiden Campi etwa jeweils 400 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, die sich da an der Streikaktion beteiligt haben. Es gab erhebliche Schwierigkeiten. Wir haben eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Und diese Notdienstvereinbarung ist ja nun mal nur für Notdienstarbeit da. Und man versuchte auf Arbeitgeberseite den Streik zu unterlaufen in seiner Wirkung, dass man dort alles Mögliche als Notdienstarbeiten qualifiziert.
kommentiert habt. Wir haben darauf reagiert. Letztendlich ist es aber doch zu erheblichen Störungen gekommen. Und wir erwarten jetzt einfach auch mal eine Reaktion der Arbeitgeberseite jetzt auf diesen neuerlichen Streik. Gegebenenfalls weiten wir die Streikaktion nochmal aus. Klar ist auch eins, diese Solidarität, die sich da gezeigt hat, diese Gemeinschaft, die sich da gebildet hat, hat natürlich dazu geführt, dass bei diesem Streik jetzt, das ist ja der zweite dann auch, dass es nicht einen einzigen gegeben hat, der gesagt hat, oh, nicht schon wieder oder ähnliches, sondern da war genau dieselbe Flamme am Brennen, wie wir das bei den ersten Streikaktionen hatten. Und das zeigt uns natürlich schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Natürlich werden wir, wenn jetzt keine Reaktion kommt, werden wir natürlich auch die Öffentlichkeitswirksamkeit nochmal neu bedienen. Und ich denke auch, dass wir dann sicherlich nach außen Aktionen machen werden, die das nochmal verdeutlichen. Also was ich höchst interessant finde, ist, und das muss ich mal etwas negativ erwähnen, die Kieler Nachrichten berichten sonst eigentlich über jede kleinere Demo. Kein Wort über unseren Streik mit über 400 Kolleginnen und Kollegen während der Streikwoche, die wir gehabt haben. Anders die Lübecker Nachrichten. Die Lübecker Nachrichten haben darüber berichtet und sehr sachlich auch berichtet, also nicht tendenziös, gar nichts, wunderbar. Aber es wundert mich schon, dass also eine der größten Tageszeitungen des Landes hier nicht irgendwie mal eine Zeile dazu geschrieben hat. Das hat uns schon sehr verwundert. Die Solidarität, die wir spüren, die kommt aus dem Kollegium des UKSH. Wie viele Pflegekräfte da zum Teil unseren Leuten mal sagen, was, das verdient ihr hier, wir sind also solidarisch mit euch, das hat viele von uns überwältigt. Also da sind wir auch in der Politik, also wir haben Unterstützung von verschiedenen politischen Parteien bekommen. Also wir sind da in einer sehr, sehr starken Solidaritätswelle und natürlich werden wir den Fokus darauf legen, das auch noch zu verstärken. Was ich nochmal ganz deutlich betonen möchte, ist, wir erleben es vor Ort, die Kollegen erleben es vor Ort, dass manche Vorgesetzte ihnen Angst machen wollen, indem sie das Streikrecht in Frage stellen, indem sie wirklich also auch mit Übellaunigkeit irgendwelche Anweisungen erteilen. Wir haben in Lübeck den Vorgang gehabt, dass ein Vorgesetzter dabei gegangen ist, unsere Streikaufrufe wegzureißen. Das sind natürlich Begleiterscheinungen, die wir für äußerst kritisch halten. Da hoffen wir, dass bei der nächsten Aktion der Arbeitgeber die entsprechenden Anweisungen erteilen wird, dass wir hier in einer sachlichen Abarbeitung eines Streiks und einer Tarifauseinandersetzung sind. Und wie gesagt, und das Wichtigste für uns ist, was wir einfach kolportieren, ist eine wunderbare Solidarität der Kolleginnen und Kollegen. Die Streikleitungen arbeiten ungeheuer fleißig und effektiv. Das ist eine Wahnsinnsarbeit bis in die Nacht hinein. Manche kriegen 3 Stunden Schlaf in der Nacht, weil sie alles vorbereiten. Es zeigt einfach, dass Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen vieles bewegen kann. Und da sind wir stolz drauf, auf das, was da erreicht worden ist. Sicherlich werden wir, bevor wir in einen unbefristeten Ausstand treten, und auch das ist letztendlich von der Tendenz her durchaus denkbar, werden wir nochmal eine Streikaktion mindestens davor packen, um nochmal eindringlich zu warnen, was passiert, wenn man hier nicht ins Nachdenken kommt. Die in diesem Fall durchzuführende Urabstimmung ist in der Vorbereitung auf jeden Fall schon abgeschlossen. Das heißt also, wir wären jederzeit bereit, auch in dieser Hinsicht sofort loszuschlagen, wenn das denn erforderlich sein sollte.